Wir beginnen mit der Roomtour von Saftiges Gnu. Rein in die Masse. Ich bin gespannt. Let's go. Digga, erstmal taub werden. Danke für nichts. So, guten Morgen. Was macht ihr denn hier? Wir schauen uns gerade deine Roomtour an, Gnu. Ich würde sagen, ihr dürft erstmal reinkommen ins schöne schwäbische Häuschen. Schön aufpassen, dass wir nichts liegen tun. Ja. Alter, Junge, also der Akzent ist es ja einfach. Ihr habt euch mega lang schon eine Roomtour gewünscht und ich muss ehrlich sagen, ich habe lange keine gemacht. Ihr wisst ja, Corona, Möbel kommen nicht an, hier liegt noch viel rum. Ja, die Möbel konnte ich jetzt nach einem Jahr abstellen, denn ich habe jetzt eine Wohnung nämlich gekauft. Und ach so, entspannend. Dachte ich mir, bevor wir hier ausziehen, zeige ich euch, wie ich gelebt habe. Und dann zeige ich euch vielleicht irgendwann mal die neue. Aber ich würde sagen, hier Flex. Wir fangen mal an einfach mit der Roomtour. Natürlich ist es wie bei allen anderen Roomtour-Leuten ganz, ganz uninteressant. Man darf euch leider die schöne Aussicht nicht zeigen und das, was man draußen sieht. Sonst hat man nämlich Leute vor der Tür, die man nicht vor der Tür haben will. Und ja, dann fangen wir einfach mal an mit der Küche. Oha, auf Insel Minsel angelehnt. Kücheninsel Minsel. Hier übrigens einen wunderbaren Blumenstrauß bekommen von Alliance. Vielen Dank dafür. Gerne doch. Alliance bin ich. Eine selbst. Das war ein Witz. Ich bin nicht Alliance. Gepflanzte Avocado. Also ehrlich, ich habe einen Kern genommen und dann ist das passiert. Ja, dieser Kücheblock. Jasmin, stark. War nicht da. Den haben wir uns selber noch dazu geplatscht. Ist auf jeden Fall gut, weil da ist ganz viel Ramsch drin. Ich finde, die Küche ist on fleek. Mir gefällt sie. Was sagt der Barney? Super. Super. Gibt halt viel zu putzen. Der Barney ist, glaube ich, der Cutter, der sich mal bei mir auch beworben hat, wa? Außerdem, Leute, wir haben eine Plage. Komm mal her. Falls ihr also in der Wohnung diese Dinger seht, hier in der Ecke. Wir haben nämlich eine Silberfischplage, ja. Übrigens, was ich extrem liebe und was ich nie in der Küche hatte, ist ein Dampfgarer. Habe ich bei mir auch, habe ich noch nie benutzt. Keine Ahnung, was kann man damit machen? Ich dampfgare nur noch. Also ich habe gestern so einen großen Blumenkopf gedampfgart und den einfach gefressen. Das ist richtig geil. Digga, da kommt der Durchfall durch. So. Ah, der kann dampfgaren. Danke, Mann. Dann kommen wir zum unspektakulären Esszimmertischbereich. Der kam übrigens nach einem Jahr endlich an. Das hat mich sehr gefreut. Ja. Schön, dafür ist der ganz schön hässlich. Passen halt nicht viele Leute hin. Wir haben eh nie Besuch und keine Freunde. Aber hier ein Adventskalender von Spaß. Der Community. Und hier sind die Sachen von meinem Freund drin, aber mein Adventskalender kam nicht. Deswegen kriegt das jetzt immer jeden Tag aus der Tüte. Nicht mal leider genug Geschenke bis zum 24. Deswegen muss ich es noch auffüllen. Und natürlich noch ein weiteres Highlight. Mein Y-Food-Kühlschrank mit meinem Logo, Leute. Also oha, das ist doch mal cool. Warum ist da kein Y-Food drin, sondern Schokoriegel? Da ist auch kein Y-Food mehr drin. Ah. Das haben wir alles komplett geäxt und ausgesoffen. Und hier sollte eigentlich ein schönes Sideboard stehen, was nicht da steht, weil es nicht kommt. Hm. Dann gehen wir jetzt über zu meiner Lieblings-Cave, weil es wie so eine kleine süße Höhle ist. Und wenn man dann nämlich abends oder auch jetzt sich auf die Couch legt und rausschaut, hat man einen ganz tollen Blick, den ich jetzt gleich meinen Cutter zeige, aber euch leider nicht, weil ihr wisst doch. Okay, das ist actually sehr cozy. Magst du dich da mal hinlegen, dann übernehme ich mal. Kannst du echt mal gucken, das ist echt schön. Siehst du es? Sehr. Ist das der Barney, der sich damals an mir beworben hat? Ich glaube schon, oder? Schön, gell? Oder bin ich lost? Keine Ahnung, vielleicht bin ich einfach nur dumm. Woher sollt ihr das wissen? So, auf jeden Fall, das ist hier das Wohnzimmer und hier ist so unsere Chaos-Ecke, weil wir halt nichts haben, wo wir unsere Sachen unterbringen können, weil nichts kommt. Und hier ist mein Baby, den habe ich mir gegönnt, so ein richtig schöner, fetter, oh, das sieht man aussehen, das muss Barney dann verzensieren. Hör auf, Kamera, nein! So, auf jeden Fall. Ich finde jetzt heraus, wo die wohnt, anhand der Spiegelung vom Fernseher. Gönnt, so ein richtig schöner, fetter, oh, das sieht man aussehen, das muss Barney dann verzensieren. Hä, wo sieht man denn Aussicht? Hör auf, Kamera, nein! So, auf jeden Fall. Hier auf jeden Fall ein geiler Fernseher. So, du darfst wieder. Ja, auf jeden Fall, den liebe ich. Also, jetzt kommen wir zum unnötigsten Raum. Es ist so bohemienmäßig eingerichtet. So sehr light, viele helle Farben, viel Holz, viele Pflanzen. Raum, dachte ich. Allerdings ist es mega cool, wenn nämlich hier jemand ist und ich in meinem Gamingzimmer, ich kann so laut schreien, wie ich will, wenn alle Türen zu sind. Das isoliert so gut. Deswegen ist dieser Raum überlebenswichtig und vor allem für die Beziehung extrem wichtig, damit ich so laut sein kann, wie ich möchte. Hier liegt ein toter Körper. Okay, cool, Mann. Ja, den werde ich noch irgendwann entsorgen. Also tatsächlich, sind wir ehrlich, ich weiß einfach nicht, wohin ist mein komplettes Streaming-Setup und wir haben halt gerade momentan keinen Platz, weil keine Möbel kommen. Auch hier sollte eigentlich ein Schrank stehen, der leider nicht kommt. Deswegen mache ich so. Wunderbar tolle Lampe. Boah, weiß ich jetzt nicht, ob ich die so wunderbar toll finde, die Lampe, wa? Von meinem Partner sieht aus wie ein Mario-Tablettzäpfchen. Er wollte es unbedingt aufhängen, deswegen, mei,
dass man halt eine Cosplay-Box, denn ich habe bald 2 Tage lang am Stück Cosplay-Shootings, die werden richtig geil werden. Okay, so, nice, kommen wir zum nächsten unwichtigen Thema. Das Bad. Ist einfach so eine Zahnarztlampe. Ja, true, so ein bisschen, ne? Das Bad, das man nur zum Kacken benutzt. Boah, ein Kackerbad ist richtig wichtig, no joke. Ein Bad, was keiner benutzt, auch wieder diese wunderschönen kleinen Dinger hier überall und hat eine Dusche drin. Ich glaube, die hat noch keiner benutzt. Und das Tolle, beziehungsweise das für mich Absurde. Digga, wieso ist da einfach ein Stein? Da ist einfach so ein Stein. Ist das eine Seife, Bro? Wie soll ich mir mit der Seife die Hand waschen? Soll ich? Hä? Das ist mein Waschstein. So Wohnung, wo ich mir denke, man hätte andere Dinge dafür tun können, als das einzubauen. Diese Dusche hat einen Boden, eine Bodenheizung, wo ich mir denke, wo braucht man denn eine Bodenheizung für eine Dusche? Echt? Ah, das ist ein Leckstein für Mineralien. So, dann übrigens nochmal ein kleines Gnu hier, wer es sehen will. So, dann gehen wir auf zum nächsten unspektakulären Bad. So, ein unspektakuläres Bad und auch zur Not heraus damals, Leute. Ich bin ein Badeliebhaber, ich brauche eine Badewanne. Ich habe extra für die neue Wohnung mir gesagt, ich will eine XXL-Badewanne, weil ich liebe Baden. Jedenfalls hatten wir keine Möbel und wir haben dann irgendein Sideboard bestellt und haben gemerkt, das war aber leider ein Sideboard, wo ein Waschbecken integriert war. Und dann mussten wir improvisieren und das habe ich zusammengebaut. Sieht man, oder? Die Platte liegt einfach nur drauf und das ganze Ding zerbricht gleich. Aber smart gemacht. Das ist immer so geil, wenn jemand so eine geile Improvisation hat und man merkt es gar nicht. Es ist so gut improvisiert, dass man das überhaupt nicht mitbekommt. Und dann zeigt man so, guck mal, das ist improvisiert. Perfekt, warum? Da bin ich sehr stolz drauf, aber es ist halt einfach Warum Schrott. Zeigt man also, das denn? Wenn du mal Hilfe brauchst, Barney, ruf mich an. Ich helfe dir gern. Okay. Hier ist mein Sklavenraum, deswegen zeige ich ihn euch nicht. Da hängen so ganz viele Schweinereien rum. Ist das, das ist doch, Sklaven sind doch verboten, oder? Das ist davon. Deswegen, das ist lieber nicht so Liebesschaukeln, so ein Spaß. Nur Schlafzimmer, ich muss aber ehrlich gestehen, da liegt so viel Wäsche gerade rum. Ja, Wäsche liegt da rum. Ich will es euch nicht zeigen. Stellt es euch einfach vor, da liegt nur, ist nur ein Bett drin und der Rest ist Wäsche und kleines Zimmer, weil ich nämlich egoistischerweise gesagt habe, das Gamezimmer wird meins, weil das sollte eigentlich das Schlafzimmer sein. Und das wäre nämlich eigentlich ein Büro gewesen. Aber ich habe mich durchgesetzt. Ich finde es geil, dass die Musik mich jedes Mal taub macht. Ein goldenes Croissantchen. Implant, das kennt raus. Ihr ja schon hier, mein Gaming-Raum. Ey, das Logo von GNU, ich finde das so funny. Ich finde das ein richtig cooles Logo, wirklich. Das ist übertrieben gut. Aber ich denke jedes Mal, dass Steve Aoki ist, weil das ist so lange Haare und so ein Bart. Wisst ihr, was ich meine? Ich denke die ganze Zeit, dass GNU einfach einen Bart hat. Da sind noch ein paar Sachen dazugekommen. Ja, ich werde es vermissen, weil in der neuen Wohnung ist der Gaming-Raum, glaube ich, von der Tiefe genau gleich, aber nicht so breit. Ich muss auch mittlerweile sagen, ich finde ein bisschen, ich weiß nicht, wie du es siehst, der ist teilweise schon so groß, der Gamer-Raum, dass man im Stream gar nicht alles sieht. Das heißt, vieles, was hier, das ist alles immer abgeschnitten und ich glaube tatsächlich, dass ich mit dem kleinen Raum dann ein bisschen mehr anfangen kann. Dann bist du der Einzige, der so denkt. So, 10 Minuten Timeout dafür, dass du Einzige gesagt hast. Und der wird aber noch geiler und dann bin ich sehr gespannt. Wir haben schon coole Sachen mit dem neuen Gaming-Raum vor, den werde ich euch dann auch tatsächlich zeigen. Aber mir ist auch aufgefallen, wir können auch mal reingehen, wenn du magst, was für ein krasses Jahr eigentlich 2021 war mit vom 1 Million... Sorry, Barney, hier steht überall Zeug rum. Ja, was es für ein krasses Jahr war. Die 1 Million geknackt, coole Leute kennengelernt, viel gereist, den deutschen Computerspielpreis bekommen. Hat sie einen Computerspielepreis bekommen? Hat sie ein eigenes Computerspiel gemacht? Okay, das ist krass. Das ist krass. Hat GNU ein eigenes Computerspiel gemacht? Heftig. Man war in unfassbar vielen Zeitungen, so einfach voll crazy. Die lassen übrigens übergeil. Noch einrahmen und Über hängen die nice. Auf. Nice. Da kannst du echt stolz drauf sein. No joke, sie hat was Krasses erreicht. Als deutsche größte Gamerin. Weil ich werde wahrscheinlich nie wieder in die Zeitung kommen. Und ja, deswegen coole Werbepartner wie NZXT, einfach Jahrespartner Logitech, Blue Microphones, Y-Food. Nächstes Jahr stehen auch andere coole Partner an, wo ich mich schon mega drauf freue. Wie groß ist die denn? 4,3 Meter. Und deswegen wollte ich euch einfach mal Danke sagen für hey, das, danke was dir, Mann. Ihr hier mir hey, danke für den Raid letztens. Auf die neue Wohnung. Auf. Top Video. Ich hoffe, dein Freund hängt beim nächsten Mal nicht so hässliche Lampen auf. Tut mir leid, die mag ich gar nicht. Schöne Wohnung aber an sich. Und ich bin sehr gespannt, wie die nächste Wohnung aussieht.